Wir befinden uns hier unter dem Audi Max im Neubau, den wir im September beziehen dürfen. Neben einem großen Hörsaal bieten sich für unsere Studierenden hier viele neue Möglichkeiten mit attraktiven Unterrichtsräumen, einem ausgebauten Laborangebot und auch Werkstätten, in denen sie ihre neuen Projekte umsetzen können. Wir sind hier am Departement Informatik im Robotiklabor. Unsere Studierenden lernen, wie man mit modernen Methoden der künstlichen Intelligenz innovative Robotikanwendungen programmieren kann. Überhaupt ist das Thema Robotik und KI ein Schlüsselthema. Man kann die Bedeutung gar nicht hoch genug einschätzen. Wir werden daher neue Ausbildungsangebote in diesem Bereich entwickeln. Welche sind die drei Hauptkompetenzen, die drei Kernthemen, die als Herausforderung auf Arbeitnehmende in der heutigen Zeit des digitalen Wandels zukommen? Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit und Flexibilität. Was heißt das für die Unternehmungen? Was kommt auf die Unternehmungen zu? Wichtig ist es, dass die Unternehmungen die richtigen Führungsleute haben, und die richtigen Führungsleute müssen sich gut entscheiden, welche Weichen sind neu zu stellen und folglich auch, welche alten Zöpfe muss man abschneiden. Und da ist natürlich guter Rat wirklich teuer. Welche sind die alten Zöpfe und welche sind die neuen Weichenstellungen? Große Herausforderung, viel Glück! Wir schauen positiv in die Zukunft und sind sicher, dass unsere Kompetenzen weiterhin gefragt sind, sowohl in der Ausbildung, in der Weiterbildung als auch in Forschung, und so ein attraktiver Partner für die gesamte Gesellschaft darstellen.